Moin Leute, Venom's wieder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Rockstar Games hat bereits vor langer Zeit angekündigt, dass das neue DLC Update in GTA 5 Online wirklich das bisher größte Update wird, das es eben jemals gab. Und wir haben in den letzten Tagen weitere Informationen bekommen und anhand von diesen Informationen kann man jetzt erstmal richtig feststellen, wie riesig dieses DLC denn dann im Endeffekt wirklich wird. Und Freunde, ich kann euch sagen, es wird wirklich abnormal. Alles, was du dazu wissen musst, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Und falls du neu bist und das Ganze gerade ja über die Suchleiste oder die Vorschläge auf YouTube gefunden hast, dann lass doch gerne ein Abo da. Das würde mir sehr helfen und ja, dann verpasst du ab sofort rund um GTA 5 und das neue DLC wirklich gar nichts. Ich meine, jetzt würde ich sagen, starten wir mal ja sofort rein in das Video. Je größer das DLC wird, desto besser. Das ist ja eigentlich so und ja, das denken bzw. hoffen auch die meisten. Es gibt dabei nur einen kleinen Nachteil und das ist der Speicherplatz und dementsprechend dann auch die Zeit, die es dauern wird, um eben dieses riesige Teil zu downloaden. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als zu wissen, dass das DLC bereits draußen ist und man es eigentlich schon zocken kann, aber ja, es einfach noch nicht geht, weil es halt wirklich ewig laden muss. Und jetzt gehen wir mal darauf ein, warum denn dieses DLC wirklich so extrem riesig wird. Erstmal wäre da natürlich die neue Insel. Das wissen wir schon, der neue Heist wissen wir genauso und eben die ganzen neuen Fahrzeuge und der andere Content, der kommen wird. Aber das ist halt wirklich nicht mal der richtige Grund, warum denn dieses DLC-Update so extrem wird. Vielmehr sollten wir jetzt mal ganz kurz auf den anderen Bereich schauen, den Rockstar Games vor ein paar Tagen geteasert hat, und zwar den Musikbereich, unter anderem ja der neue Nachtclub, der unterm Casino entstehen wird. Und Achtung, jetzt gut zuhören, es wird das größte Musik-Update, das Los Santos jemals gesehen hat. Das hat Rockstar Games uns im Newswire nämlich mitgeteilt. Es werden sehr viele neue Radiosender und auch unzählige neue Sounds ja ins Spiel hinzugefügt werden. Und dazu schaue ich mal bitte noch ganz kurz den Post vom Leaker Testuren, denn er ist auch der Meinung, dass es wirklich extrem viel Gigabyte haben wird. Und dann erinnert er uns noch an das After Hours Update, denn dort hat er alleine ja die Musik 3,35 Gigabyte. Und dann könnt ihr euch mal so grob vorstellen, wie das beim Caio Perico heißt DLC und ja dem sogenannten größten Musik-Update dann ungefähr werden wird. Und ja, erstmal würde es darauf hinauslaufen, dass wir dieses Teil dann ja eine Weile downloaden müssen. Dazu kommen dann noch 1000 weitere Extras wie Animationen, wie Ingame-Trailer und was weiß ich noch alles, ja, die das Ganze dann eben nochmal um einiges größer machen. Was aber auch krass ist, ist zum Beispiel, dass beim letzten Red Dead Online Update von insgesamt 1,5 GB gerade mal 500 MB neue Content waren und ja, der Rest einfach nur Trailer, die halt extrem viel Platz brauchen, und so ähnlich könnte das dann auch beim nächsten GTA 5 Update sein. Sich darüber jetzt aber noch generell viele Gedanken zu machen, bringt glaube ich nicht allzu viel. Fakt ist halt, dass es sehr groß wird und ja, wir dementsprechend Platz und vor allem auch Zeit brauchen, um das DLC dann zu downloaden. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie groß das Update im Endeffekt ja werden wird und wie viel Gigabyte es dann haben wird. Und ja, das soll es jetzt mit dem Video auch schon gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat oder wenn es informativ war, dann zeig es mir gerne mit einem Daumen nach oben oder teile das Video mit deinen GTA 5 Kollegen. Und am besten, du stellst jetzt schon mal bei deiner Konsole oder ja beim PC halt den automatischen Download ein, falls du morgens dann am 15. Dezember in der Schule oder sowas sein solltest, weil dann kannst du es vermutlich dann direkt nach der Schule anzocken. Und ja, damit bin ich raus. Wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.